Gott sei Dank bin ich so jemand, der solche Sachen niemals wegschmeißt, sondern eher dann nochmal in die Bank packt, sie dort 2 Jahre liegen lässt und dann, wenn der Bankplatz langsam echt zur Neige geht, dann fange ich an aufzuräumen. Aber klar, die gibt man natürlich bei dem Mage wahrscheinlich in UCR, bei dem, wo man eigentlich schon richtig viele Sachen abgegeben hat. Nee, tut man nicht. Ne? Nee, hier auch nicht. Oh, die kriegt man hinten bei Sylvie ab. Bei Varimatras ist das. Nice. Liegen überall Leichen rum und ich laufe hier einfach AFK durch die Gegend, obwohl ich diese Zebras hier töten müsste. Da ist der erste Zebra-Huf. Ich meine, klar, ich nehme es sehr, sehr gerne, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Ich wüsste aber spontan nichts, was ich dir anbieten könnte, außer nochmal die Tränke, die ich dir gestern schon mal mitgegeben habe. Und ich glaube, da fehlt mir sogar inzwischen ein bisschen Erdwurz, dass ich die noch mehr vorbereiten könnte. Aber wenn du da Interesse dran hast, dass du nochmal ein bisschen, Trollbluttrank und der schwachen Verteidigung mitnehmen willst, kann ich dir die gerne geben. Ist die Droppen geringe Heiltränke. Dann kann ich ja die großen hier jetzt mal wegwerfen, die schwachen Heiltränke. Oh mein Gott. Er chargt er einfach an. Krieger sind so eine schöne Klasse. Oh nein, ihr seid Fernkämpfer, wirklich. 35, nice. Oh, ihr könnt festbinden, das ist uncool. Sorry, Dude, aber ich brauche die Pilze auch. Ich bin Ninji und Rezept ist schon das zweite Mal gefallen. Tränke klar gerne. Du ist doch gar kein Problem mit den Rechtschreibfehlern, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe mir schon gedacht, dass du nebenher auch WoW-HC spielst. Das ist so ein lustiges Phänomen. Mache ich tatsächlich genauso. Wenn ich irgendwie mich gerade in ein Spiel super vertief, sei es jetzt WoW-HC, sei es Hearthstone, sei es irgendwas anderes, Magic the Gathering oder sonst irgendwie was, ich schaue super viel Content nebenher an. I'm sorry, aber ich brauche diese Pilze auch. Beautiful. Damit haben wir sie schon fertig und können wieder gehen. Da hinten wären die Harpien. Mit denen möchte ich mich aber jetzt noch nicht anlegen. Ich glaube, ich klatsche noch kurz die Zebras und dann können wir auch die ersten Quests schon wieder abgeben.
Wo treibst du dich denn gerade rum? Dann könnte ich kurz schauen, dass wir uns irgendwie treffen können, dass du dann die Tränke kriegst. Da müsste ich aber vorher noch kurz. Oh wow, weichte mir einfach hier meinen Backstab aus. Das ist ja frech. Müsste ich vorher noch ganz kurz auf jeden Fall zur Bank gehen, um da ein bisschen noch Zusatzmaterial herzustellen. Ja, nee, jetzt ja noch nicht. So in ein paar Minütchen oder auch noch ein bisschen mehr. Ich meine, dieser zusätzliche Crit-Bonus, den ich hier durch Ding bekommen habe, mit dieser 40%igen Chance auf einen Crit, das ist halt schon geil, weil damit haust du halt wirklich richtig Damage rein. Für die nächste Zeit halt. Zack, boom, 104. Dann kriegt man die ganze Zeit nur diese großen Zebrazähne raus, die einfach aussehen, als ob sie ein Stein wären. Nice, Nummer 3. Gibt es in die Richtung hier noch Zeros? Ne, in die Richtung gibt es keine mehr. Und dann können wir noch reingehen und die Quest dann nehmen, wenn ich noch einen Quest-Slot habe. Ja, perfekt. Der eine Zebrahuf hat keine Lust, in unsere Taschen zu kommen. Ist ja eine Erdwurzel. Da ist er doch. Perfekt. Einmal mit einem Hit 140 Schaden rausklatschen ist so ein verdammt gutes Gefühl, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann gibt es auch noch direkt den Raptorenkopf hinterher. Welches Level ist deine Quest? Oh, du hast zwei. Weil der hat Zentaurenarm Schienen. Ziehet in Ehren. Kraft. Und sonst habe ich gerade nichts, was ich irgendwie zum wegwerfen könnte Sieg. noch, gell? Okay. Ja, wir gehen mal nicht zu Quinn. Ich glaube, das werden wir eh Blut nie wieder und machen. Donner. Er kann sich auch selber ein bisschen am Leben halten. Der alte. Was war er nochmal hier? Aus der Truppe der Wachleute hier. Wie sind sie denn nochmal? Schreckenspirsche oder sowas? Steht hier dran, wann ich Finte gelernt habe? Finte. Nee. Ich überlege nämlich gerade, ob ich auf Level 16 schon beim Ding war oder nicht. Familiengruft ist immer aufregend. Schick mir ruhig. Familiengruft ist wirklich immer aufregend. Wenn du da ein bisschen Pech hast, wenn du respawnst, dann kann es auch schnell mal zu Ende sein. Schneller als einem lieb ist.
Ja, es ist. Ist dir das auch aufgefallen oder den anderen Leuten im Chat, dass die Respawn-Rate der größeren Minions, also der größeren Gegner, Zalazane und Co., Ich bin einfach von den so instant Verlassenen. inzwischen ist? Hallo. Ach, jetzt hat er wieder hier. Muss er erstmal seine Dinge hier zusammenmischen. Cool zu sehen, wie viele Leute hier unterwegs sind im Brachland. Was kann ich für euch tun? Hey! Lehne ich mal meine Vorwärts Quests zum ab. Sieg! So. Streuner-Clown. Okay. Streuner-Clown sollten auch Level 15 inzwischen sein. Okay, alright. Ist doch ein bisschen höher, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ich Und habe dann haben wir euch hier noch. erwartet. Mögen die Den guten Vorfahren. Rune-Totem. Okay, pass auf. Was ich jetzt noch in dieser Session hier eigentlich machen möchte. Boah, ich bin jetzt schon auch bei knapp 2 Stunden. Ich möchte hier oben, die hier möchte ich auf jeden Fall noch killen. Und ich möchte auch noch die Raptorenköpfe mitbringen. Weil dann habe ich nämlich die Sachen für Level 12 abgeschlossen hier im Brachland. Dann muss ich nämlich wieder runter nach UC, beziehungsweise dann kann ich meinen Homestorm benutzen. Dann komme ich im Grabmal raus und kann theoretisch nach UC fliegen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob das der schnellste Weg ist. Oder ob ich nach UG gehe und dann. Ich glaube trotzdem, das ist der schnellste Weg, gell? Weil meine Quests sind ja meistens im Silberwald. Jetzt, ich habe ja eigentlich in Tieresfall werde ich die Quest ja auch abbrechen. Das ist Blödsinn, wenn ich da hochgehen würde. Das heißt also, wir werden jetzt das hier noch machen. Ich werde auch nicht mehr mit Neru reden. Sorry. Das heißt also, ich werde jetzt hier im Brachland noch die Quest für 12 und 13 machen. Und dann können wir wieder switchen und runtergehen nach Ding. Ja, aber die sind halt alle schon. Die sind halt unter meinem Level. Die sind unter meinem Niveau hier sozusagen. Bist du ein Fernkämpfer, Wassersucher? Was muss ich denn töten? Wassersucher, Dornwirker und Jäger. Okay, aber nur 3 Jäger. Ja, das sollte ja ganz gut möglich sein. Hey, kick mal, kick mal. Danke. Okay, pass auf. Und hier hinten ist noch Shens Fässchen. Das wäre dann unten in Ratchet noch. Ja, hier sind aber echt viele Leute unterwegs. Das ist cool. Ah, meiner. Aber danke, dass du mir hilfst. Da war mein Messerchen schnell unterwegs. Aber auch mal gucken, dass ich ein paar Caste hier rankriege. Von den Kollegen wollte ich nämlich auch 8 Stück. Du bist sogar ein Jäger gewesen, schade. Ich weiß einfach, dass die einen Zauber haben, damit ich keine Verstohlenheit mehr benutzen kann. Das ist so weird manchmal. Ich krieg von denen wirklich
keine Erfahrungspunkte mehr. Das ist halt echt ärgerlich, muss ich sagen. Aber wir richten hier halt auch einfach einen Blutbad an diesen komischen Schweinemenschen hier. Schon fast ein bisschen frech. Na, wo seid ihr denn? Put. Shit. Das wäre ein Jäger. Dann schnapp ich mir den hier hinten. Ich habe gerade den Kick gesetzt und es hat trotzdem nicht geholfen. So. Wo ist denn Schanzfässchen jetzt nochmal? War das nicht hier irgendwo? Oder musst du das droppen? Ich glaube, das musst du droppen, ja. Boah. Du bist ein Jäger. Ne, du bist ein Wassersucher. Du bist ein Jäger. Du bist auch ein Wassersucher. Sag mal. Wo sind denn die ganzen Jäger hier hin? Aber das scheint schon mal gar nicht schlecht zu sein. Du bist auch ein Wassersucher. Ich dachte, der Krieger wäre jetzt hier weggegangen. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Wassersucher, Dornenwirker. Wassersucher. Alles Wassersucher, du bist ein Jäger. Meins. Da hinten läuft nochmal ein Jäger rum. Perfekt. Okay, das sind zwei Jäger sogar nochmal. Ja, wundervoll. Dann haben wir wirklich das Ganze hier geschafft. Und die sind sogar Level 12. Ah, wait, stimmt, du kommst ja nicht auf mich zu. Ich weiß noch, mit denen hatte ich auch super viele Probleme als Priester. Was heißt super viele Probleme? Eigentlich ist das auch nicht wahr. So, du bist der letzte Wassersucher. Seid ihr humanoid? Ihr seid tatsächlich humanoid. Also ich kann euch auch einfach mal schlicht und ergreifend verspeisen, um mich zu heilen. Dass die Leute sich auch nicht wundern, wenn direkt vor ihnen jemand unsichtbar wird. So. Umhängchen. Schlecht. Und wir können gehen. Halt, wir nehmen noch die Kisten mit. Doch, wir nehmen noch die Kisten mit. Wenn ich sowieso schon hier bin. Ich meine, ich komme später, glaube ich, nochmal hierher, aber der Kistenspawn ist direkt hier vorne. Von dem her ist das auch kein Problem. Und da hinten gibt es ja noch dann diesen Rare Mob, den wir auch töten müssen. Habe ich die Quest jetzt zwar noch nicht, aber die kriegen wir dann später dann auch noch. Was mich ein bisschen verwundert ist, hier gibt es ja echt... Wait, da hinten ist eine Kiste. Aber das ist halt zwischen den Geomanten. Und das ist auch nicht das Richtige. Was mich einfach ein bisschen verwundert ist, dass hier so gut wie keine Blümchen sind zum Pflücken. Oh mein Gott. Da war jemand wohl zu... Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ich sehe tote Menschen. Okay, pass auf, dich kann ich doch einfach so pullen, oder? Da kommt der Geomancer hier nicht mehr dazu. Der Abstand sollte genug sein.
jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn mich der Dings sehen wird hier. Der Jäger. Aber wir machen Trick 17. Wir stealthen uns jetzt einfach hierher. Und hier rein. Wenn wir einfach wirklich ein schurkiger Schurke sind. Und dann looten wir diese Box. Und dieses Schwein hier wird sie mich gar nicht merken. Und dann gehen wir einfach wieder. Ah, Schurke sein ist so schön, Leute. Schurke ist so eine gute Klasse. Wilddornrose. Kann ich die schon abbauen? 75 ist es, glaube ich, gell? 85, ja, easy kann ich die abbauen. Es sind so viele Leute gestorben. Was ist denn hier los? Ja, manchmal mache ich auch schlaue Dinge. Crazy einfach, wie viele Leute hier gestorben sind. Das fände ich wäre auch noch wirklich in der Sache, das erwähne ich häufiger, aber ich finde es wäre halt einfach cool, Todesursache zu sehen von den Leuten. Dass man sich die anzeigen lassen kann. Fände ich super sinnvoll. Das würde ja den Leuten dann so, sogar effektiv helfen, nicht drauf zu gehen. Oder? Vorne sind noch viele Raptoren. Ich glaube, ich halte mich mal kurz hier ein bisschen rechts, um die Raptoren hier noch mitzunehmen. Das sind ja alles Raptoren scheinbar. Und gleichzeitig natürlich auch noch die Streuner theoretisch, aber die wollen wir eigentlich jetzt gar nicht machen. Sehr schön. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier ein bisschen mehr Raptoren unterwegs sind, aber es sind jetzt nur diese paar. Dafür droppen sie nicht schlecht. Okay, hier sollte theoretisch noch der letzte Raptor sein. Ansonsten hier hinten in diesem etwas buschigeren Gebiet, wo dann auch die Streuner auch schon rumlungern. Na, da ist er doch schon. Der letzte seiner Art. Zumindest den letzten, den wir vorerst hier töten werden. Wir müssen später, glaube ich, hier im Brachland nochmals Raptoren töten.
Oder sind das schon die? Moment, ich muss mal ganz kurz in die Quest reingucken. Irgendwie gab es da mal eine Quest dazu, dass die Raptoren Gold geklaut hätten. So. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Das Rezept kommt sicherlich faltfrei an. Die Post der Orks ist deutlich besser als die der Untoten, habe ich gehört. So, und damit können wir auch die Quests jetzt abgeben. Und ich schicke dir dann auch gleich deine... ich muss nach UC, bevor ich dir deine Tränke schicken kann. Aber das machen wir jetzt sowieso. So, Raptorenköpfe. Dann kriegen wir hier... Ach genau, das war das, dass die Raptoren wohl scheinbar das Silber geklaut haben. Das war die Folgequest. Ah, das war so lustig einfach. Wer diese Ding geschrieben hat, der muss echt einfach einen guten Humor gehabt haben. So. Genau, damit habe ich jetzt einige Quests hier abgehakt und ich möchte jetzt auch keine weiteren Quests hier annehmen, weil wenn wir sowieso jetzt uns nach UC begeben, bringt das halt eigentlich gar nichts. Jetzt ist meine große Überlegung. Was ist hier sinnvoller, wenn ich sowieso auf einen Bankfach Zugriff haben muss? Wenn ich auf einen Bankfach Zugriff haben muss und auf die Ding. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich nach OG fliege, weil mein Ruhestein ist nämlich im Grabmal gebunden. Dann muss ich gar nicht nach UC. Doch, ich muss so oder so nach UC laufen, gell? Weil ich da nämlich meine Quests noch abgeben muss bei Varimatras. Das heißt also Ruhestein... Ruhestein fliegen ist vermutlich das Einfachste, was ich hier machen kann. Hey, Misa, ja, ich lebe noch. So, können wir nämlich das hier auch gleich abgeben. Für die 3,50. Können wir die Quest hier im Grab mal gleich noch annehmen. Jetzt hat es gerade so schönes Wetter in Ding gehabt, im Brachland. Und ich porte mich nach UC. Und es regnet halt einfach. Oh. Raus mit der Sprache. Immer so ein schlechtes Wetter hier, ey. Mann, Mann, Mann.
gerade kurz geschrieben hier und Blizzard hat halt einfach in seinem Chat das Wort weniger zensiert. Ich meine, klar, ich finde es richtig, dass sie das machen, aber ich meine, es ist halt, du kannst halt jedes Wort irgendwie blöd auseinanderreißen und irgendwas Uncooles draus machen. Die Karten sind auch echt interessant, also ja, genau, weniger wurde zensiert. Du, was soll man sagen? So, pass auf, dann schicke ich dir doch gleich mal ein paar von meinen Tränkchen. Ich packe in meinen Koffer, also zuerst mal die ganzen Sachen, die ich brauche. Ich habe halt immer noch keinen... Ich denke die ganze Zeit, dass das meine Erdwurzel ist, aber es ist nicht meine Erdwurzel. Eine absolute Frechheit. Pass auf. Ich kann machen... warte mal. Ich brauche für alles Erdwurzel. Ich kann dir ein paar Elixiere der schwachen Verteidigung zuschicken und einen Trollbluttrank. Ich meine, damit kannst du sicherlich auch schon mal was anfangen. Wo ist denn der Briefkasten jetzt hier nochmal gewesen? Auf der anderen Seite hier. Frau Nick, wie heißt denn dein Charakter nochmal? Ach, Kessel hieß er, genau. Kessel. Das ist ein super Name gewesen, deswegen kann ich mich auch noch dran erinnern. Kriegst auch noch einen Heiltrank von mir mit oben drauf. Wenn du nicht brauchst, du kauf ihn einfach. So. Dieser Charakter könnte jemand sein, den ihr nicht kennt. Ja. Take my money. Kessel ist so ein guter Name. Was ist? So, okay. Was kann ich jetzt hier wieder reinpacken? Meine ganzen Blümchen. Das hier kann ich reinpacken. Ich glaube tatsächlich, die ganzen Stoffe sollte ich definitiv mal verarbeiten. Ich muss auf Erfahrungslevel 75 kommen, um auf das nächsthöhere zu kommen, gell, von meinem Erste Hilfe. Ich habe ein sehr, sehr schönes Rezept dafür bekommen. Rezept der geringen Beweglichkeit oder sowas. Boah, ich bin ja jetzt bei meinem ersten Gold. Nice. Werde ich jetzt gleich alles wieder ausgeben, wenn ich bei Varimatras war. Nee, ich muss es ja tatsächlich eigentlich gar nicht ausgeben, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe ja eigentlich schon alles gemacht in der Richtung. Komm schon, noch ein. Ein Tick noch. Jawohl, perfekt. Halt, stopp. Nicht mehr machen. Okay, pass auf. Ich werde das hier einlagern. Dann habe ich nämlich zwei 20er Stacks, auch wenn ich jetzt Leinstoff eigentlich nicht mehr brauche. Und dann werde ich einen von diesen... einen von diesen Dingern auch noch ins AH stellen. Frau Misa. Ist schon wieder Selbsthass Montag, oder wie? Okay. 6,40 machen wir hier.
8,91 hat der Sofortkauf. Okay, passt auf. Wir machen... Nein, nein, nein. Wir machen 8. Wie waren es jetzt nochmal? 8,91. Wir machen 8,90. Und das ist hier 6, blablabla, 6,36 gewesen. Perfekt. Dann haben wir hier noch einen Bogen, einen Jagdbogen. Der ist tatsächlich nicht schlecht, glaube ich. 8,50. Alles klar, dann stellen wir den nochmal rein für 8,50. Zack. Und dann haben wir noch die schicke Tunika, die sogar fast besser wäre als meine Tunika. Sie würde mir sogar ein Beweglichkeit dazu bringen, was nicht schlecht. Oh, not bad. Ja, da gehe ich aber direkt mal rein in mit den 20,50. Auktion erstellen. Zack. Und damit haben wir echt gute Sachen reingepackt ins Auktionshaus. Schattenedelstein geht für 2 Gold, schön wär's. Naja, ein Traum. Das ist auch wirklich eine super geniale Eigenschaft, muss man sagen. Können viele Leute nicht. Wenn mir nebenher eine Wache begegnet, beziehungsweise wenn ich gerade im... Ich muss durchs Apothekerviertel. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich im Apothekerviertel... Nein, hier kann ich Erste Hilfe lernen. Genau. Ich habe nicht ewig Zeit. No, es ist 80? Es ist einfach 80. Okay, wir kommen hier eh auf dem Rückweg nochmal vorbei. Es ist wirklich 80. Mein Gott, hey. Dieser Typ, hat er denn überhaupt gelernt? Und dann können wir nämlich schon Wollstoff verarbeiten, weil wir kommen nämlich bald in das Gebiet, wo wir mit Wollstoff arbeiten müssen. Wir sind momentan noch bei Leinstoff, aber sobald wir runterkommen zu den Magier von Dalaran, kommen wir zu den... Okay, pass auf, ich hole mir die nochmal raus. Jetzt muss ich halt wirklich 5 in grün holen. Das ist so ärgerlich. Okay, nevermind, das ist schon mal der erste Punkt. Es ist aber wirklich so ärgerlich. Ja, hat sie total recht gehabt, Misa. Komm schon, es wäre so traurig, wenn ich es nicht schaffen würde mit meinen restlichen 10 Leinenstoff. Ah, halt, stopp. Ich habe es ja schon geschafft. Perfekt. Okay, einlagern. Weg und los geht's zu Arimatras. Ich könnte mal noch ganz kurz gucken, wenn ich eh gerade schon dabei bin, was denn so ein Päckchen Leinen wert ist. 3. Ja, nö. Behalte ich lieber mal noch. Ich weiß ja nicht, wie ich es noch gebrauchen könnte oder nicht. Das ist einfach so interessant, wie einfach für mich UC aufgebaut ist. Also ich kenne mich echt gut in UC aus, aber wie viele Probleme ich einfach in Stormwind habe. Dadurch, dass ich ja wirklich so viel WoW-HC jetzt auch hier mit unterschiedlichen Fraktionen und sowas spiele, habe ich eigentlich gedacht, dass ich mit Stormwind inzwischen ein bisschen besser klarkomme. Aber ich komme mit Stormwind so schlecht klar. Ich komme sogar in Ironforge besser klar als in Stormwind. In Ironforge, da war ich 5-mal vielleicht mit meinem Zwerg. Aber ich komme einfach nicht auf den klar. Das ist echt schlimm. So, werter Herr Varimatras.
Hier hast du deine zwei Büchlein und gib mir bitte mal eine coole Hose. Sehr schön. Gamaschen des Sumpfgräbers. Nice. Und da haben wir die gute Sylvie. Hallo. Machen wir kurz ein Selfie, oder? Ein gemeinsames. Muss man immer machen. Wenn man die Chance hat, so jemanden Famoses und ja, das ist eine gute Übersetzung für Famous. Famos. So jemanden Berühmtes zu treffen. Da muss man das natürlich auch ausnutzen. Was für eine starke Übersetzung. Okay, ich muss jetzt trotzdem noch ganz kurz ins Schurkenviertel, um mir dort mein Ding zu lernen. Meine Sachen zu lernen. Ich werde dann auch gleichzeitig nochmal kurz beim Schurkenlehrer selbst vorbeischauen. Um vielleicht nochmal Level mitzunehmen, die ich irgendwie verpasst habe oder sowas. Ich weiß es ja nicht genau. Ich könnte auch mal noch wieder kochen skillen. Mir definitiv mal nicht die schlechteste Entscheidung, würde ich behaupten. Von meinen Inventarsachen bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich habe einen Dolch für Level 13, ein Schwert für Level 13 und halt, ja, Wurfdolche sollte ich mal wieder mitnehmen. Ich glaube, die muss ich beim Waffenhändler kaufen, ja. Und der ist, wenn ich mich nicht täusche, im Kriegerviertel. So, bildet mich aus. Ich möchte Wollstoff auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich nehme Gegengift auch mal mit. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber Gegengift. Kleiner Giftbeutel. Da habe ich sogar echt noch den einen in meiner Tasche drin. Ne, Moment. Hier bei Dolchen kann ich. Dolche kann ich das mal kaufen, oder? Was benötigt ihr? Ja, perfekt. Ihr? Okay, Stufe 22 sind das die nächsten Dolche. Das heißt also, das hier sind meine, die ich hier noch kaufen werde. Zack und zack. Jetzt kann ich mal noch hier kurz ein bisschen Trash verkaufen, damit ich mein Gold auf jeden Fall immer noch zusammenhalten kann. Den Bogen kann weg, das kann weg. Wie bringst du mir 4? Die. Okay, ich muss die was aus dem Auktionshaus rauskaufen. Da kann ich ja richtig Cash gerade machen. Ja, die wollte ich auch behalten. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen noch Stuff. Die wollte ich gleich anziehen, weil da kann ich die hier gleich verkaufen. Die Banane kann weg. Die 4 kommen noch weg. Da habe ich genau 20. Und das hier wollte ich noch kochen mit den Gewürzen. Den Schattenedelstein konnte ich auch verkaufen. Und ich rapp mal kurz meine ganzen Sachen. Ich weiß zwar nicht, ob das notwendig war, aber ich denke, es ist immer ganz sinnvoll. Fürchtet diese Sachen denn? 8,5, also die Sachen, die ich hier kaufen kann, sind schon mal schlechter als das, was ich normalerweise kaufen kann. 8,7 ist auch schlechter. Ja, perfekt. Ich bin also mal nicht komplett schlecht ausgerüstet. Gift. Ab wann jetzt konnte ich nochmal Gifte? 20 oder sowas, gell? Oh Gott, hör mir auf mit diesen Insignien. Yeah, hey. Es hat ja ewig gedauert damals. Boah. Pass auf, Leute, wir müssen jetzt einen richtig guten Deal noch schlagen. Ich gehe jetzt kurz ins Auktionshaus, schau mir an, wie viel dort nochmal diese größeren Verbände gekostet waren oder ob die nicht mit Sofortkauf eingestellt waren. Hier suchen. 3,99 für, okay, ich würde ein Kupfer gut machen. Vorhin war einer drin mit 3,50. Also ein 20er Set. Und dann hätte ich da richtig Gewinn rausgeschlagen, das sage ich euch aber. So, okay. Koch. Nee, du bist nicht der Koch. Koch. Hopp. Perfekt. Feuerstelle. Kochen. Einmal Ei. Yes. Zack. 32. Kommt schnell. Und dann kann ich das. Ja, komm, geh mal weg. Du stößt mich gerade hier nur. Und das Ei würde mir Ausdauer und Wille geben. Ausdauer und Wille. Okay, ist also eigentlich gleich wie das andere Zeug. Dann verkaufe ich jetzt mal die Tränke hier und pack mal den Trank hier rein. Weil jetzt habe ich nämlich die zwei guten Tränke nur noch drin. Vertraut niemandem. Dann ist das nice. Wie kann man bitte in der Hütte bei Thrall in OG sterben? Ist da wirklich jemand gestorben? Oh mein Gott.
Oder ist das Schutzes und der End? Aber das sind halt die niedrigstufigen. Das heißt, die sollte ich irgendwann mal benutzen. Vielleicht, wenn ich gerade nicht irgendwie Tränke reinhaue oder sowas. Okay. Aber damit sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Und ich hätte mal gesagt, an der Stelle würde ich dann jetzt auch mal hier den Cut machen für heute. Makura, was für ein Makura. Es war ein wundervoller Stream. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Es hat mich gefreut, dass so viele Leute heute Abend mit dabei waren. Schaut auch gerne im nächsten Stream wieder vorbei. Ich werde versuchen, eine rechtzeitige Ankündigung rauszuhauen, nach Möglichkeit sogar einen Tag vorher. Ich bin übers Wochenende von Freitag bis Sonntag wahrscheinlich unterwegs. Ich weiß nicht, wann ich... Ah, Mak-Gora meinst du. Das ist das Duell bis auf den Tod. Ich weiß nicht, ob ich am Sonntag rechtzeitig zu Hause sein werde, um den Stream rauszuhauen. Da bin ich nämlich auf einer Messe, beziehungsweise unterwegs mit meiner Freundin auch dann. Und ja... Wir werden uns auf jeden Fall bald wieder sehen. Ich hoffe trotzdem, euch hat der Stream gefallen. Schaut gerne auf YouTube vorbei. Lasst hier gerne ein Follow da, dann kriegt ihr mit, wenn ich streame. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und viel Spaß morgen beim Arbeiten und natürlich auch bei der kommenden Woche. Macht's gut, bis dann, tschüss.